Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir, herzlich willkommen zurück im Idyllischen Tal bei Salon Dark und der Challenge 500. Ja, wir haben gesagt, ich lese einfach noch ein bisschen, weil das ist draußen nicht so. Man kann mal noch 2 Stunden Forschung. Lassen mal den Tag noch ein bisschen voranschreiten. Und das Wetter. Und dann trinken wir wieder was, das können wir ja am besten. So, hier, trinken immer gut. So, wunderbar. Rein damit. Essen müssen wir auch schon wieder. Gibt's doch nicht. Ey, was ein Kalorienverbrauch hier. Was ist denn los mit dir? Wieso isst du denn so viel? Na, jetzt ist es schon besser. Aber ich muss trotzdem eben was essen. Was haben wir denn hier? So ein Ding hier. Zack. Ein Müsli-Riegel. Ja, hier, siehst du, ich wollte hier noch. Lege ich hier Holz hin? Ach, was. Wir gehen jetzt zum Bauernhaus und dann lege ich da alles hin. Da machen wir doch unsere Base. Und hier, wir kommen hier sowieso wieder. Ich muss hier noch alles abpflücken und so. Wir haben ja noch so viel Zeit. So, die Pistole haben wir, die ist sauber. Ist ja schon mal viel wert. Und jetzt gehen wir hier runter, ganz normal, und einen alten Weg. Jetzt gucken wir auch, ob die Schößlinge hier stehen. Weil wir haben ja einen Beil, dann können wir die mitnehmen. Also für den einen gehe ich jetzt nicht dahin zurück. Ich denke mal, da kommen wir sowieso noch mal hin. Dann werde ich den dann mitnehmen. Weil da ist, dann muss ich da hinten rumlaufen. Das will ich nicht. Ich will hier rechts runter. Rechts runter. Ach, guck mal, wie schön. Machen wir mal ein Foto. Und Arme haben wir. Was wir haben, haben wir. So, dann wollen wir mal schauen hier. Im Augenblick ist ja noch alles recht friedlich. Aber ihr kennt das ja, in dem Spiel geht das manchmal ganz schnell. Da gehst du raus, denkst, ach, bestens vorbereitet. Schlafsack habe ich, Holz habe ich, Streichhölzer habe ich, bewaffnet bin ich. Und dann kommt zack, zack, auf einmal kommt der Bär um die Ecke, haut dich. Und dann hast du Blutungsschaden und dann bisschen die Blutung am Versorgen und er dreht sich schon wieder um und haut dich nochmal und du bist tot. So geht das mit dem Bären nämlich. Ganz schnell. Ganz schnell kann er zugehen mit dem. Ich bin doch schon überladen. Wieso nehme ich denn jetzt Holz mit? Weil ich gerne überladen bin wahrscheinlich. Und weil ich ja da unten noch die Schößlinge auch noch mitnehmen muss. Dann kann ich ja, ne, ja, dann ist ja alles klar. Ja, wir wollen nicht jetzt. Also ich habe. Böse Stimmen haben gesagt, Gerüchte, dass mit dem DLC durchaus möglich ist, dass die alten Spielstände nicht mehr funktionieren. Das heißt, da ist die Challenge, so wie ich sie jetzt gerade mache, ja schon wieder zum Scheitern verurteilt. Aber ich bin mal gespannt. Wir warten mal, wir lassen das mal auf uns zukommen. Und zur Not fangen wir halt nochmal an. Ihr kennt mich doch. Natürlich will ich mich mal. Es gibt so was wie eine Zeitkapsel. Da sind die Spielstände drin. Da kann man dann auch weiterspielen, aber so wie ich es mitbekommen habe, soll in dieser Zeitkapsel dann nur dieses Spiel, wie wir es jetzt haben, vorhanden sein. Also das komplette DLC soll dann raus sein. Das heißt also, es ist dann ein Gebiet, das wir nicht erreichen können mit dem Spielstand hier. Und natürlich ja auch nicht. Also dann würde ich natürlich dann nochmal, ne, dann nochmal von vorne beginnen. Ja, das kann ich ja am besten. Nochmal von vorne beginnen ist einer meiner Lieblingsdinger hier bei dem Spiel. Und dann machen wir vielleicht doch auf Dingens. Nein, wir machen das uns nicht extra schwer. Obwohl, ne, ist natürlich ein bisschen ätzlicher. Ne? Ist natürlich ein bisschen. Ich sag mal so, das ist. Man weiß ja, wie ich vorhin schon sagte, man weiß ja nie mit dem Bären, wenn er dich erwischt oder so, ne? Aber bei jemandem, der schon 1000 Spielstunden hat, ist das schon ein bisschen Spaziergang, was ich hier mache. Ne? Wobei das auch okay ist, weil, wie gesagt, ich habe Karten, die ich überhaupt nicht kenne. Und da will ich auch nicht provozieren. Das ist, da möchte ich auch gerne einen Spaziergang ausmachen. Weil wenn ich dann gucken muss, irgendwo muss ich jetzt hin, mir ist kalt oder so, dann wird das unangenehm, das Spiel. Ne? Dann komme ich da in Druck. Und so, wie das jetzt ist, dann ist das nicht schlimm, wenn ich die Karte nicht kenne. Weil ich bin über 0 Grad. Ich bin bewaffnet, ich kann den Wolf einen drüber braten, wenn er kommt. Und kann ihn dann selber auch noch braten, zur Not.
Und ansonsten brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich erfriere. Ich kann in normalen Umständen kann ich in irgendeine Höhle gehen, wenn er nicht gerade die Berghöhle ist. Kann ich in irgendeine Höhle gehen, kann mir da einen Schlafsack hinlegen. Ohne dass ich ein Feuer machen muss, kann ich dann pennen. Und da auch keine Angst haben, da zu erfrieren. Also das ist dann schon sehr, sehr angenehm. Und dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn man die Karte gar nicht kennt. Weil man irrt da doch rum, ne? Das ist so, wisst ihr, ich habe da so immer so ein Bild im Kopf, wisst ihr? Das kommt mir immer so vor, wenn ich hier so rumlaufe, wie in so einem alten Film, den man so verfolgt, ne? Wenn man so einen Film anguckt über so einen Typen, der, wo man genau die Handlung kennt von Filmen, wo man die Gegend kennt, wo man sich auskennt und wo man dann den Typen verfolgt und über die Schulter guckt, wie der daherläuft. Und wo man dann sieht, wie der sich da rumquält und rumläuft und man mitfiebert und so und man läuft dem hinterher, so in halb hoher Kameraperspektive. Und dann kommt da hinterher an so einen Weg und du weißt genau, jetzt gehst du nach rechts, ne, und dann noch 500 Meter und da ist ein Haus und du bist gerettet. Und dann siehst du, wie der sich so dreht, nach rechts und nach links. Und dann geht er nach links statt nach rechts. Und dann siehst du, wie er in der Ferne immer kleiner und kleiner wird. Und du weißt genau, der ist verloren, der geht jetzt gleich drauf. Weil da, wo der hinläuft, ist gar nichts mehr. Da ist nur noch der Tod und die Kälte. Und genau so kommt mir das immer vor bei Longdark. So fühle ich mich, wenn ich auf neue Karten bin. Genau so, genau das ist das Gefühl, was ich dann habe. Ich laufe da rum und irgendwo, wenn ich rechts abbiegen würde, ist wahrscheinlich ein Haus mit einem riesigen Herd und Holz ohne Ende und Waffen und Dosen und Essen und Betten und hast du nicht gesehen, Wein, Weib und Gesang und alles, aber ich gehe natürlich nach links. Und da ist nichts, da ist dann nur sowas. Ja, so ist das Spiel für mich. So ist das Spiel für mich. Aber ich glaube, das ist für viele so. Das ist die Herausforderung. Man hat, weil die Flächen, die wo nichts ist, deutlich größer als die Fläche, wo was ist. Ne? Und deswegen ist die Fläche, wo was ist, zu treffen schon sehr schwierig. Und ihr könnt mir sagen, weil jawohl, das Spiel weiß genau, ob ich die Karte kenne oder nicht. Das Spiel weiß es ganz genau. Wenn ich irgendwo bin und ich könnte in Rettung kommen, dann fängt auch einmal irgendwo ein Schneesturm oder sowas an, damit ich bloß nicht sehe, wo ich bin. Dann habe ich hier heute gehabt. Hier vorne ist eine Hütte. Auf der Lichtung da vorne ist im Wald, da ist eine Hütte. Und da steht sogar, ne, die Hütte gefunden, neuer Ort. Und es war Schneesturm. Ja, glaubt ihr, ich habe die Hütte gefunden in der Schuhe? Im Leben nicht. Ich habe die nicht gefunden. Hinterher, als der Schneesturm vorbei war, bin ich nochmal da hingegangen. Da habe ich mich gedacht, ja, das ist ja einfach. Ist ja schon ewig her, wie gesagt. Ne? Aber da ist eine Hütte. Und ich bin da durchgelaufen, ich habe die nicht gesehen. Ich habe jede Menge Pflanzen gesehen, die ich hätte farmen können, aber das Haus war nicht zu sehen. Absolut nicht. Und das weiß das Spiel. Das Spiel weiß, ob ich das kenne oder nicht. Das ist ein Spiel, ich sage euch das. Aber toll, ich liebe es. Es ist einfach ein tolles, tolles Spiel. Ich liebe es, wirklich. Vor allen Dingen, weil es ist ein Survive ohne Zombies. Ich mag Survive-Spiele mit Zombies mittlerweile überhaupt nicht mehr, muss ich echt sagen. Die sind zwar, ist zwar unheimlich realistisch, so ein Zombie-Zeug, aber... Oh, mein hier. Das ist eine Hase, ne? Da hinten ist ein Wolf. Naja. Der Herr nimmt die Abkürzung übers Feld. So. Interessant. Kaum hat er eine Pistole. Schon fühlt er sich sicher genug, übers Feld zu gehen. Interessant. Naja, da können wir eh. Ich meine, wir könnten da zwar rein, aber. Was? Ja, deine Ohren werden taub. Ich weiß, habe ich schon mitgekriegt letztens. Aber, das lohnt ja nicht. Wir sind ja so schon überladen. Wir schleichen ja schon. Wir können ja noch immer so mehr rennen. Also bitte. Also bitte. So, dann werden wir jetzt hier in das Bauernhaus gleich rein verschwinden. Und dann werden wir da looten. Und uns ein bisschen sortieren und aufstellen. Und dann sind wir eigentlich endlich angekommen. Von da an geht's los mit der Sammelei, mit der Ausrüsterei und mit der Jagd auf die 500 Tage.
gut auf andere Errungenschaften, die noch nicht freigeschaltet sind. Zum Beispiel schlafe in allen selbstgemachten Klamotten, also Rehleder, Rehledermantel und Hasenhandschuhe und Mütze in einem Bärenschlafsack draußen. Das ist auch so eine Challenge, die ich noch nicht habe. Wieso? Ich habe viele Challenges noch nicht, stelle ich gerade mal so fest. Ich habe jetzt auch, letztens habe ich die erste Mal, habe ich die geschafft, 25 Tage ohne ein Tier zu töten. Habe ich bisher nicht geschafft, 25 Tage zu überleben, ohne ein Tier zu töten. Ja, ist immer eins draufgegangen anscheinend. War mir auch neu. Naja, was soll's. So ist es halt. Oh, da steht ein Auto. Da gucken wir noch rein, oder? Ach, was. Wir können ja... Ja, der allein unter sich. Ja, ich weiß, das ist kalt. Guck doch, da ist doch das Haus. Jetzt sei doch nicht so. Du weißt doch, du siehst das Haus doch, genau wie ich. Da brauchst du doch nicht rumjammern. Ehrlich. Ah. Du kannst ja versuchen, Bäume zu essen. Kannst du ja hier an den Pfahl dich versuchen. Ist eh kein Stroh mehr drauf. Wir machen mal gleich unser Malerbild. So. Ja, guck mal. Na, sieht ja schon ganz gut aus. Den Hochstand haben wir nicht eingezeichnet. Ja, wir gehen jetzt hier rein. So. Tür zu. Aber tot. Jupp. Und noch was. Und noch so ein Ding. Und, naja. Und, was haben wir hier drin? Die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich. Holz hier. Bisschen. Hier, gleich mal ein bisschen aufräumen. So. Zeitung hier rüber bitte. So, damit ich hier mein Zettel nehmen kann. Haben wir hier noch was? Hier, keine Streichhölzer oder so? Nein. Manchmal liegt... Oh, guck mal hier. Ah, da können wir schon langsam anfangen. Hier, noch ein Topf. Da können wir schon langsam anfangen, hier den Kühlschrank leer zu machen. Damit wir unsere Fressalien da reinkriegen. Haben wir hier noch was hinter? Nein. Naja, dann schauen wir mal. Was haben wir hier drin? Nix. Und hier kommt Wasser rein. Auch nix. Sehr schön. So, dann werden wir mal hier die Tomatensuppen werden wir da schon mal reinhauen. Und die, was wir kochen müssen. Der Tee muss gekocht werden, der kommt da rein. Haben wir kein Dingens gefunden? Hier, die nehmen wir auch hier rein. Die halten nämlich ewig. Die halten ewig 100%, also das ist, die sollten wir ganz am Ende essen, denke ich mal. Wenn es schon späte Nacht wird. 96% weg damit. 79%. Oh. Naja, halt auf 64, aber das lassen wir erstmal. Ja, Wasser, ja. Sobald wir hier, auch kann ich ja schon reintun. Wir machen ja gleich die Klos leer. Hier hast du schon mal einen Liter Wasser. Da. Genau. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ich sollte meine Lampe anmachen, oder? Wir wollen nicht am falschen Ort sparen hier. Lass uns ruhig mal gucken. Ein bisschen mit den Augen. So, was haben wir hier? Wunderbar. Nee, das ist nur ein Holzding. Da ist das auch. So, hier haben wir geguckt. Hier haben wir auch geguckt. Da ist durchsucht. Da ist ja schon mal drin. Hier unten ist mal genau nichts. Hier können wir noch die Holzkohle mitnehmen. Naja, das ist Altholz. Ja, nehmen wir mit. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn hier? Haben wir auch noch was?
Steckdose, nein. Manchmal ja, aber nein. Oh, was haben wir hier? Gar nichts. Und da ist auch nichts in der Ecke. Da ist auch oft eine Dose oder so. Nee. Gar nichts. Hier ist auch nichts mehr im Regal. Sehr schön. Hier ist auch nichts mehr im Regal. Im Eimer ist auch nichts. Ich gucke gründlich. Ich habe, wie gesagt, also was ich habe in dem Spiel im Augenblick ist Zeit. Wir können alles machen und wir brauchen nichts hetzen, mit gar nichts. Nee, alles nehmen. So ist richtig. Das ist noch eine alte Zeitung. Die soll nicht mal liegen, falls ich mal lesen will, wenn ich hier mal sitze. So. Medizinschrank ist leer. Nein, hier haben wir schon alles. Hier haben wir auch alles. Da ist noch eine alte Zeitung. Da ist wieder ein Putzset. Dann nehmen wir natürlich sofort an uns. Und hier haben wir eine Mütze. Und eine Lampe. Ja, hoffe ich auch. 80% hat die. Was hat unsere denn? Ach, das zeigt er so nicht. Okay, das geht nur, wenn die aus ist. Aber ich kann ja auf I drücken. Das wäre einfach, oder? Oder die auch 80%? Naja, dann. Da ist auch nicht mehr viel drin, dann lassen wir die hier stehen. Ah, guck mal hier, Nähset. Oh, dann nehme ich die mit in die Küche. Und stell die auf den Tisch. Dann weiß ich, wo sie ist. Ja, bitteschön. Jawohl. So, machen wir das auch. Dann schauen wir mal hier in den Schrank. Ah, und schon wollen wir den satt nutzen. Und wir müssen auf jeden Fall was essen, damit wir nicht noch behalten. Hier, essen. Yam-Yam. Hier, Yam-Yam. Look. So, der ist jetzt leer. Sehr gut. Da können wir nachher Zeug reintun. Dann haben wir hier noch ein Buch. Noch mal Holz. Nein, nicht zerlegen. Holz. Noch mal was zu trinken. Sehr schön. Naja, Vorhänge können wir immer noch abmachen. Für Stoff. Erstmal gucken, was wir so haben. Eine Lupe? Ja! Hey, wir haben schon eine Feuerlupe. Sehr gut, wir sind eigentlich schon wirklich top ausgerüstet. Zwei schöne Häuser, also ich sag ja, idyllische Tal ist wirklich nicht schlecht. Zwei vernünftige Lootpunkte und schon sieht so gut aus. Ja, ich weiß. Motzt mich nicht an. Hier sind auch noch Bücher. Hier ist Kaffee. Sehr gut. Hier sind noch Bücher, wenn wir Feuer machen müssen. Oh, Revolver Munition. Haben wir hier noch was drin? Nein, hier noch was. Hier noch was. Nö. Was haben wir hier noch? Altmetall. Oh, was ist denn da oben? Nehmen wir doch mit, oder? Kennen wir nichts. So, den nehmen wir auch mit. Hier ist nichts mehr drin. Ist hier noch was drin? Habe ich nicht geguckt. Sieht nicht so aus. Hier in die Schublade. Auch nichts. Da ist die Mixset. Ja, sicher. Was immer du sagst. So, hier tun wir jetzt Klamotten rein. Dann machen wir mal das Licht aus. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also die Mütze ist garantiert nicht besser als die, die wir haben. Jacke haben wir nicht. Pulli haben wir nur so ein. Okay. Ja, ich würde sagen hier. Mach mal weg hier die Lampe. Danke. Mach auf.
So, dann schauen wir mal. Also die Mütze kann hier rein. Und der kann hier rein. Und die Motorradhandschuhe können rein, weil das Leder ist. Und du kannst da rein. So. Und dann können wir hier noch Lederstück rein tun. Und Stoff. Und auch zwei rein. Und dann haben wir hier noch ein Nähset. Da tue ich auch hier rein, weil das ja auch zum Nähen dazugehört. Alles zum Stoff. Wunderbar. Jo, da haben wir das schon. Hier haben wir alles geguckt. Und hier die oberste Schublade. Hier machen wir Medis rein. Da haben wir die rein zum Beispiel. Und die, weil wir hier nur eine Packung mitnehmen brauchen. Und da. Und die kommen auch hier rein. So, da haben wir drei davon. Das ist auch okay. So, und jetzt müssen wir eigentlich nach oben. Ne? Also hier haben wir eigentlich alles geguckt. Hier auf der Etage war auch. Ich muss mal einen Schluck trinken. Augenblick. Naja, so und jetzt. Jetzt unterbreche ich die Aufnahme. Jetzt gehe ich nämlich hier hoch. Aber das seht ihr erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.